Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Doku Lego Star Wars 3 The Clone Wars. Ja, ein bisschen Rumgedudele muss auch mal sein. Ja. Der zeigt uns hier Christophsis an, also machen wir den unsichtbaren Feind alle. Nun ja, ob diese komische, grauköpfige Tante wirklich unsichtbar ist, weiß ich nicht. Also die ist so hässlich, die sieht man noch überall. Also die heißt Asajj Ventress und es ist Kapitel 1, der unsichtbare Feind. Drück A, nein, nein. Die schöne Welt Christophsis wird von einer Armee von Separatisten dreht und belagert, der Hoffnung Leben zu retten und weitere Zerstörung zu verhindern zu können, haben die Jedi Generals Obi-Wan Kenobi und Anakin Skywalker einen gewagten Plan geschmiedet, der das Blatt zu ihren Gunsten wenden soll. Punkt. Mit einer kleinen Abteilung von Clone-Kriegen bereiten die Jedi ihren Hinterhalt vor, viermal Punkt. Drücker A. Ja, machen wir mal. Oh, was ist das? Ein Cody. Ja, die Typen winken schon schön. Ah, so einladend. Ich liebe dieses Spiel. Ja, wieder mit seinem iPhone in der Hand. Der Mega Klon jetzt auch noch. So. Ein bisschen rumgefuchtele muss sein. So, 1 von 10, was das auch immer bedeuten mag. Wahrscheinlich sammeln wir gerade irgendeinen Scheiß ein. So, da vorne ist wieder ein Stöpsel, also dran mit dem Klon. Und der kommt auch noch hinterher. Doink, doink. Bisschen rumgefuchtelt, hat noch niemandem geschadet. Ah, hier liegt so ein lilaner Pinöppel rum und der will hier anscheinend rein. Ach Mann. Ja, die vier Herzen sind recht begrenzt. Hier müsst ihr wieder dann... Ah, was machst du denn da? Einmal in den nächsten Raum. Oh, eine Laserkanone. Hau ich nicht, einfach... Raus damit. Oh mein Gott, lass ich mir mal da Geld hier rum... Oh, ein Minikit. Sammeln wir jetzt aber noch nicht ein. Jo, wir sterben nacheinander immer wieder. Oh, wie schön. Gut, hier können wir auch noch was absäbeln. So, die Tür. Nein, die soll zu bleiben. Ah, wir können es runterziehen. Ja gut. Und wohin wollt ihr jetzt? So. Ah.
Einmal runter mit dem Ding. Und schon ist der Aufzug frei. Jo, wir freuen uns. Und Taktik-Druide. Da scheint irgendwas so dumm zu leuchten. Oh! Einmal alles kaputt machen. So, Tür ist offen, jawohl. Du brauchst einen Druiden. Jo, woher kriegen wir jetzt einen? So, einmal hier hochfliegen. Ich wäre doch gerade so ein Taktik-Druide. Na egal. Ja, die schlachten wir mal eben ab. Ja, frecht irgend so ein leckeres Kanon, bitte. So, wo sind denn noch welche? Hey, den Kopf möchte ich haben. So. Jetzt haben wir einen schönen Hut auf. Also, ja, den Druidenkopf haben wir mal eben so als schönes Kostüm verwendet. Und wir können abhauen. Ah, das ist Asajj Ventress. Huhu. So. Ah, so. Das ist ja wie ein Puzzle hier. Ja. Wohin kommt das denn? Ah, da. Hier ist so ein kleiner Pömpel. Also, wenn jetzt jeder Typ hier puzzeln muss, bevor er in diesen scheiß Raum kommt, dann, ja, dann ist es nicht so gut, ne, für die. Aber wen interessiert es, wie die Separatisten ihre komischen Gebäude konstruieren? Wohl, ja, wenn das eine Separatistenbasis ist, dann. Wo ist denn die? Da.
So, da oben ist sie. Ah, ab in unsere Hand. So. Oh nee. Komm noch einmal. Okay, hier machen wir für diese Folge Schluss. Nächstes Mal machen wir Assage Ventress Kalt. Diese glatzköpfige Tussi mit